Inzucht ist ein Riesenproblem in der Milchviehhaltung, das bremst euch dermaßen aus, aber viele von euch wissen gar nicht, dass dieser Klotz bei euch auf der Bremse steht. Herzlich willkommen zu einem neuen Erklärvideo von Hybrid Genetics. Ab sofort haben wir jeden zweiten Sonntag ein Erklärvideo neu von uns online. Abonniert uns dafür, damit ihr keins dieser Videos verpasst. Wir haben mal 4 Fakten zusammengesammelt, warum Inzucht ein Riesenproblem ist und was das für euch bedeutet. Bevor wir anfangen und über die verschiedenen Inzuchtkoeffizienten sprechen, muss ich euch noch eins erklären. Was heißt eigentlich Inzuchtkoeffizient? Wenn ein Elternteil mit einem Kind verpaart wird, dann haben wir 50% gleiche Gene. Mehr ist theoretisch nicht möglich. Du kannst keine 100% Inzucht betreiben, dann müsstest du ja mit dir selbst Kinder kriegen können. Geht nicht, weil du zweimal das gleiche Geschlecht wärst dann. 50% Inzucht ist also das maximal Mögliche und der Inzuchtkoeffizient ist das, was die Kinder da oder die Nachkommen daraus an gleichem Genmaterial von Vater und Mutter zusammengepaart kriegen. Das wären in dem Fall 25%. Bruder, meine Schwester ist das gleiche, auch 25%. Onkel und Tante, meine Neffe und Nichte haben 25% gleiche Gene, das heißt, die kommen auf einen Inzuchtkoeffizienten von 12,5%. Cousins und Cousinen, die haben 12,5% gleiche Gene, das heißt, wenn die Kinder kriegen, kommen wir auf 6,25%. Merkt euch diese Zahlen, ihr könnt auch gerne nochmal wieder zurückspulen zu dieser Stelle. 6,25% Cousin und Cousine und Halbbruder mal Halbschwester 12,5%. Wir kommen jetzt nämlich auf ein paar Zahlen, die liegen eher bei 12,5% als bei 6,25%. Fakt Nummer 1. Alle Bullen, die in den USA gelistet sind, müssen die Inzuchtwerte, die genomischen und die Pedigree-Inzuchtwerte ausgewiesen haben. Pedigree heißt nur die letzten 3 Generationen, genomisch heißt halt, was in den Genen steht, was nicht gelogen ist, die Gene lügen nicht. Nicht alle Bullen sind in den USA gelistet, deswegen müssen wir da ein bisschen weitergehen als 15. Wir haben Platz 2 bis Platz 19 nach RZG gelistet. Die haben im Schnitt einen Pedigree-Inzuchtwert von 10,3%. Pedigree heißt die letzten 3 Generationen. Der genomische Inzuchtwert dieser töchtergeprüfter Bullen ist bei 11,3%. Fakt Nummer 2. Viele sagen dann halt, okay Udo, das ist aber Amerika. Das sind Bullen, die sind aus dem Ausland. Da ist das viel, viel schlimmer. Da wird es nicht so sein wie bei uns. Bei uns ist das Problem nicht so groß. Ja, dann lass uns noch mal gucken. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe die 15 Bullen rausgesucht, die auch in den USA gelistet sind und die deutschen Stationen gehören. Wir sehen hier, dass wir natürlich deutlich weitergehen mussten. Von Platz 7 bis Platz 71 brauchten wir, um 15 Bullen auszusuchen. Im Durchschnitt haben die einen Pedigree-Inzuchtwert von 9,4 und einen genomischen Inzuchtwert von 10,5. Das ist nicht wirklich, das ist kein großer Unterschied. Und jeder, der euch da was anderes sagt, der weiß es einfach nicht besser. Fakt Nummer 3. Denn mal gehen wir mal zu den genomischen Bullen. Bei den genomischen Bullen ist ja immer mehr Bewegung. Das sind die jüngsten, die besten, die neuesten, die mit den höchsten Zuchtwerten. Und da haben wir dann auch mal gesagt, okay, dann lass uns mal gucken, welche 15 Bullen wir da denn finden. Die genomischen nach RZG in Deutschland, die auch in den USA gelistet sind, mussten von Platz 2 bis Platz 31 gehen. Im Schnitt hatten die einen Pedigree-Inzuchtwert von 12,1% und einen genomischen Inzuchtwert von 14,8%. Und jetzt schauen wir uns die genomischen Holsteins an, die in den USA gelistet sind und die auf deutschen Stationen stehen. Wir haben leider nicht so viele gefunden, weil die meisten genomischen Bullen, die bei uns sind, noch nicht in den USA gelistet sind oder keine Daten von denen verfügbar sind. Wir haben nur 4 Stück gefunden, die im Schnitt einen Pedigree-Inzuchtwert von 10,7 hatten, aber einen genomischen Inzuchtwert von 13,3. Was soll daran denn besser sein als bei den amerikanischen Bullen? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr in Zukunft keine Informationen von uns verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns bald schon wieder. Wir haben hier nochmal ein Video verlinkt zu einem Betrieb, der schon viele, viele Jahre Hybridzucht macht, ist aus Schweden, ist ganz interessant. Guckt euch das an.